Lisboa, eine der schönsten Städte von Europa. Wir zeigen unsere Top 10 Sehenswürdigkeiten. Auf geht's nach Portugal. Unser erstes Highlight ist die gelbe Tram. Die kultige Straßenbahn tuckert schon seit 1873 durch Lisboa. Wahrlich ein Wahrzeichen der Stadt, und nicht verpassen sollte man eine Fahrt mit der Linie 28E. Und schon sind wir beim nächsten Highlight, der Jesus-Statue. Hier fühlt man sich fast wie in Rio. Kein Wunder, Rio war ja mal Hauptstadt von Portugal. Die Statue ist 75 Meter hoch und für 5 Euro Eintritt kann man den Aufzug benutzen. Der Ausblick geht über fast ganz Lissabon. Zu unserem dritten Highlight befinden wir uns im Viertel Belém und sind zu Besuch bei Passage de Belém. Hier wurden sie erfunden, die berühmten Natas, die portugiesischen Eiertörtchen. Und wie man sieht, ist auch in Corona-Zeit hier einiges los. Das Rezept der Törtchen wird nur an wenige Personen weitergegeben und ist ein echtes Geheimnis. Nun sind wir am Praça do Comércio, einer der schönsten Plätze von Lissabon. Der riesige Platz befindet sich direkt am Fluss Tejo und hier zeigt sich die ganze Pracht von Lissabon. Unser fünftes Highlight ist eine etwas ungewöhnliche Sehenswürdigkeit, aber dafür umso schöner. Es handelt sich hier um eine Kirchenruine, einer der wenigen Bauwerke, die das große Erdbeben von 1755 noch einigermaßen überstanden haben. Und manchmal gibt es sogar tierischen Besuch. Auf jeden Fall versprüht das fehlende Dach einen ganz besonderen Charme. Der Eintritt kostet ungefähr 4 Euro. Nun haben wir ein echtes kulinarisches Epizentrum erreicht. Der Timeout Market im Viertel Bairro Alto lässt die Herzen von Foodies höher schlagen. Teilweise sind lokale Spezialitäten, wie hier zu sehen, für unter 10 Euro inklusive Dessert zu haben. Unser siebter Tipp: Was wäre Lissabon ohne seine Miradouros, seine Aussichtspunkte? Hier zeigt sich halt, Lissabon ist auf 7 Hügeln erbaut. Einer unserer Favoriten ist der Miradouro Santa Lucia. Ein Blumenmeer geschmückt mit toller Aussicht. Und nun kommen wir nochmal zurück zu einer der schönsten Viertel von Lissabon. Wir sind in Belém und erblicken am Seefahrerdenkmal die riesige Weltkarte. Übrigens auch ganz entspannt mit einem Mojito zu bestaunen. Der Wachturm Torre de Belém wurde zur Verteidigung gegen die Spanier errichtet. Heute ist er einer der schönsten Bauwerke von Lissabon und für 6 Euro zu besichtigen. Und ebenso ein tolles Landmark in Belém ist das Hieronymus-Kloster. Unser neunter Tipp ist das Bairro de José Avilés. Portugals berühmtester Koch hat in einem Areal mehrere Restaurants zusammengefasst. Und unser letzter Tipp ist eine der berühmtesten Brücken der Welt. Ja, und man fühlt sich hier fast wie in San Francisco an der Golden Gate Bridge. Einen wunderbaren Blick auf die Brücke hat man zum Beispiel vom Viertel Belém. Die Brücke ist über 3 Kilometer lang und ist damit weltweit die drittlängste Brücke mit kombinierten Eisenbahn- und Straßenverkehr. Auf der anderen Tejo-Seite sollte man nicht einen Besuch im Restaurant Ponto Final verpassen.
Hier gibt es tolle portugiesische Fisch- und Fleischgerichte. Garniert mit einem großartigen Sonnenuntergang. Lissabon, eine Stadt zum Träumen.